Hallo. Hallo. Philipp. Melanie. Joram geht spazieren. Okay. Joram geht spazieren. Von David Grossman. In Jorams Zimmer hängen drei schöne bunte Bilder an den Wänden. Auf dem ersten Bild ist eine lange Eisenbahn mit einer grünen Lokomotive und aus den Wagen schauen Gesichter von Menschen und Tieren. Auf dem zweiten Bild ist ein Mädchen, das einen großen roten Drachen zum Himmel steigen lässt. Jorams Papa und Joram sagen immer, das Mädchen heißt Rutzki-Putzki. Der Name gefällt ihnen. Auf dem dritten Bild ist ein Wald. Im Wald wohnen zwei große Löwen, ein Papa-Löwe und eine Mama-Löwin. Aber ein Löwenkind ist nicht dabei. Vielleicht sehen die Löwen deshalb ein bisschen traurig aus. Abends trinkt Joram Kakao und hört eine Geschichte. Dann will er noch mal Pipi machen, dann braucht er sein kleines Nachtlicht, dann seinen Teddy und seinen Affen. Und wenn Papa und Mama böse werden, weil er nervt und keine Ruhe gibt, ist Joram still und legt sich verkehrt herum in sein Bett. Und dann, ganz langsam und geräuschlos, fängt Joram an, die Wände hinaufzugehen. Niemand auf der Welt weiß, dass Joram die Wände hinaufgehen kann. Nur der Teddy und der Affe wissen es. Joram geht langsam eine Wand hinauf, bis er zu dem Bild mit dem Wald kommt. Er klettert über den Rahmen und steigt in das Bild hinein. Wenn man in ein Bild hineingeht, hört und sieht man Sachen, die man von draußen nicht hört und nicht sieht. Joram sieht, dass zwischen den Waldbäumen ein Bach fließt und in dem Bach waschen sich zwei kleine Elefanten. Joram sieht Affen, die auf den Ästen der Bäume herumhüpfen. Er hört Vögel singen und auf einem Felsen sieht Joram drei Feen, die zaubern lernen. Joram geht sehr gern in dieses Bild. Einmal, als Joram ein bisschen im Wald dieses Bildes spazieren geht, hört er plötzlich ein Weinen. Er geht schneller, bis er mitten im Wald ist. Und dort, unter einer Palme, trifft er die beiden großen Löwen. Sie sitzen da und weinen. »Was ist euch passiert?«, fragt Joram. Die Löwen hören auf zu weinen und schauen ihn an. »Hey«, sagt der Löwe, »das ist der Junge aus dem Bett da unten.« »Stimmt«, antwortet die Löwin, seine Frau, »wie bist du hierher gekommen? Noch nie ist ein Kind hier gewesen.« »Ich bin geklettert«, sagt Joram. »Ich besuche dieses Bild hier oft, aber wir haben uns noch nie getroffen. Seid ihr wegen etwas Bestimmten traurig?« »Ja«, wieder fängt die Löwin an zu weinen. »Unser Kind, unser süßer, lieber Löwenjunge ist verschwunden. Wir machen uns große Sorgen um ihn«, sagt der Papa Löwe und weint sehr. »Wie ist er denn verschwunden?«, fragt Joram. Er wird auch ein bisschen traurig. »Vor 3 Tagen ist hier am Wald eine Eisenbahn vorbeigefahren«, sagt die Mama Löwin. »In der Eisenbahn saßen viele Menschen und Tiere. Die Eisenbahn war schön und bunt und unser Kleiner ist ihr nachgelaufen und plötzlich ist er aufgesprungen. Und die Eisenbahn ist dann mit ihm weggefahren«, sagt der Papa Löwe und wischt sich die Augen. »Und jetzt wissen wir nicht, wo er ist«, sagt die Mama Löwin und seufzt. »Einen Moment«, sagt Joram. »War das eine lange Eisenbahn mit einer grünen Lokomotive?« »Genau«, sagt der Papa Löwe. »Hast du sie gesehen?« »Ja«, sagt Joram. »Sie ist auf dem Bild an der Wand gegenüber. Ihr könnt sie dort sehen, neben dem Bücherbrett.« Die beiden Löwen stehen sofort auf und schauen hinüber. »Stimmt«, schreit der Papa Löwe, »ich sehe ihn.« »Ja, ja«, schreit die Mama Löwin, »dort ist er in der Eisenbahn am Fenster.« Und sie winken ihrem Löwenjungen mit ihren großen Pfoten zu. »Komm zu uns zurück«, schreit der Papa Löwe und die Mama Löwin, »komm heim, komm heim.« Der kleine Löwe in der Eisenbahn hört sie und winkt mit den Pfoten und schreit, er will gern heimkommen. Er hat nämlich Hunger und keine Lust mehr, mit der Eisenbahn zu fahren. Er sieht traurig aus. Die Eisenbahn fährt so schnell und er weiß nicht, wie er aussteigen soll. »Vielleicht könnt ihr ihn holen?«, schlägt Joram den Löwen vor. Doch sie erklären ihm, dass sie nicht aus dem Bilderrahmen steigen können. Nur Kinder können das, Löwenkinder oder Menschenkinder.
Joram denkt und denkt. Plötzlich springt er auf und sagt, ich habe eine Idee, wartet hier, ich bringe euch euer Kind zurück. Joram steigt aus dem Waldbett, rennt die Wand entlang, klettert über den Rahmen des zweiten Bildes und geht zu dem Mädchen, das den Drachen steigen lässt. Guten Tag, sagt er. Ich heiße Joram und ich will, dass du mir hilfst. Ach, du bist es. Der Junge aus dem Bett da unten, sagt das Mädchen. Ich bin wütend auf dich, du und dein Papa, ihr nennt mich Rutzki-Putzki, mein Name ist aber Schulamit. Entschuldige, sagt Joram, das haben wir nicht gewusst. Ab jetzt nennen wir dich Schulamit, leihst du mir kurz deinen schönen Drachen? Hä, wozu brauchst du denn meinen schönen Drachen? Fragt Rutzki, fragt Schulamit. Das wirst du gleich sehen, sagt Joram. Schulamit gibt ihm die lange Schnur. Und Joram lässt den Drachen höher und höher steigen, bis er aus dem Rahmen schwebt und im Zimmer umherfliegt. Alle Spielsachen im Zimmer und alle Gesichter in den Bildern betrachten den wunderschönen Drachen. Helft mir, bittet Joram seine Spielsachen, pustet, damit der Drachen fliegt. Die Spielsachen pusten, ganz fest pusten sie und der rote Drachen fliegt am Bücherbrett vorbei und nähert sich langsam, langsam dem Bild mit der schnellen Eisenbahn. Joram schreit so laut er kann dem kleinen Löwen zu. Wenn der Drachen die Eisenbahn erreicht, spring auf ihn drauf. Und wirklich, der Drachen erreicht das Abteilfenster. Der kleine Löwe springt aus der fahrenden Eisenbahn, klettert auf den Drachen und setzt sich auf ihn drauf. Dann lässt Joram den Drachen mit dem kleinen Löwen zum Waldbild fliegen. Nach einer Minute erreicht der Drachen die gemalte Palme und hält an. Der kleine Löwe steigt herunter und umarmt und küsst seinen Vater und seine Mutter. »Warum bist du mit der Eisenbahn gefahren?«, fragt die Mama Löwin den kleinen Löwen. »Weil sie eine grüne Lokomotive hat«, sagt er. »Du sollst nie ohne Erlaubnis weggehen«, sagt der Papa Löwe. »Ich habe wirklich genug von der Eisenbahn«, sagt der kleine Löwe. Joram gibt Schulamit den Drachen zurück und bedankt sich. »Du bist nett«, sagt Schulamit. Du kannst mal wieder zu mir kommen, dann lassen wir zusammen den Drachen steigen. Gut, sagt Joram. Er steigt aus dem Bild von Schulamit und dem Drachen und geht die Wand hinunter zu seinem Bett. Er legt sich hinein und ist sehr müde. Aber bevor er einschläft, macht er kurz die Augen auf. Er sieht, dass der Papa Löwe und die Mama Löwin ihr Junges ins Bett bringen und alle drei sind sehr, sehr froh. Fertig? Fertig. Wenn euch die Geschichte gefallen hat, findet ihr diese und andere Geschichten in dem Buch Giraffe und dann ab ins Bett von David Grossman, erschienen im Hansa Verlag. Tschüss! Tschüss!